Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Singularity. Den letzten von hier getötet. Und davon scheint es noch mehr zu geben. Wow. Ah, da. Na. Wow, 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 wow. Mega leck. Ja, in der letzten Folge haben wir die Viecher erledigt und uns mit einigen Phasenzicken begnügt und sind noch einige Male gekrepiert. Ganz ehrlich, ich habe so eine großen Viecher lieber als so viele kleine. Die Verarbeitung. Laut GPS haben sie die Wartungstunnel verlassen. Das heißt, sie müssten den Kocher sehen können. Es ist eine massive, kugelförmige Struktur in der Ferne. Ja. Aber um dorthin zu gelangen, müssen sie die Brücke reparieren. Und das heißt, sie müssen die ZMG-Verstärkungsplattform aktivieren. Und ich schätze mal, sie ist deaktiviert. Suchen Sie einen Schalter in der Nähe. Mich würde auch mal interessieren, die ZMG war ja nicht wirklich betriebsbereit, ne? Ah, nee, Quatsch, er hat ja nachgebaut, ja. Er hatte ja nachgebaut, stimmt. Gut, dann macht es wenigstens wieder Sinn. Ich hinterfrage gerne mal sinngemäß, wie Sachen irgendwo hinkommen oder dergleichen. Kennt ihr vielleicht schon. Was haben wir denn überhaupt? 3500, das reicht leider noch nicht. Wir brauchen noch 500. Schade. Hier liegt auch nichts mehr. Nein. Oder? Nee, ist nur rotes Papier. Na gut, dann wollen wir mal rennen hier, ne? Okay, hier kommst du nicht rein. Muss ich echt hier lang? Nee, muss ich nicht. Gut, dann war das nur so ein Zwischenarm, also so ein Seitenarm. Na dann einmal auf die Brücke. Immer wenn der Weg abgeschnitten ist, ist das ein ganz tolles Zeichen. Oh. Waffenschrank, was hätte ich denn gerne? Er ist natürlich die Knarre gerne wieder dabei. So. Munition brauche ich dafür nicht kaufen. Aber hier brauche ich dringend Munition. So, renn damit. Scheiß auf die E99 Energie. Oder Technologie. Gut. Hier können wir das Ding einschalten. Das ist gut zu wissen. Aber da würde auf gar nicht jetzt irgendwas passieren. Ich pack schon mal die Knarre aus. Als nächstes müssen Sie die Energie mit dem Hydrogenerator erhöhen. Den Hydrogenerator? Aha. Ach da. Ich halte die dicke Wummel lieber. Obwohl. Ich höre auf jeden Fall was. Hier. Da komme ich nicht hin. Nochmal, aha. Hier liegt nichts, ne? Nee. Dino. Das ist ja verkraftbar. Gute Idee. Ja, ja, kennen wir schon. Ah, das macht schon Laune. So, gut. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt rein? Da komme ich nicht durch. Achso, jetzt die Tür offen. Gut. Damage-Chef kommt näher. Seien Sie vorsichtig, Captain.
Bitte keine Sorge, ich habe hier nicht nur mit dem Chef zu kämpfen. Er sagt, habe ich mir um den gar keine Sorgen. Hier hinten liegt gar nichts. Schade. Nee. Ich hätte es erwartet, da hinten liegt noch schön was. Na, ups, renn hier. Hui. Oh, dann die Technologie. Ja, damit. Meine. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ist nur so eine Vermutung. So, hops, Ränder. Achso. Gut, hier ist gerade nichts. Komme ich nicht rein? Munition. Das gewollt? Ich glaube mal nicht. Ah, gut. Jetzt wieder raus, ne? So meine dreiste Vermutung. Da. Da lang. Möglichst schnell hier durchschwimmen, ansonsten würde ich... Wow. Alter, du Wichser! Mach dich aus dem Weg! So, geschafft. Vielleicht der... Unsere Freunde sind, glaube ich, wieder da. Ein Plattenspieler. Ja. Na dann, hören wir mal wieder, was passiert ist. Als das Desaster ausbrach, sind Alina und ich in diesen Tunnel in Sicherheit gerannt. Wir haben es gerade noch geschafft, aber mein Bein wurde bei einem Höhleneinsturz zerquetscht. Rettung kam kein. Alina ist los, um mir Medizin zu suchen. Aber das ist 3 Tage her. Sie kommt nicht zurück, aber ohne sie... Nicht weiter. Wahrscheinlich hat er sich genau deswegen erhängt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er das ist. Bäh. Ja, ja. Es gibt schon schlimme Schicksale hier. Ups, Rinder. Der Tote war echt mies. Huch. Also die, dieses Lecken zwischendrin war das echt teilweise mies. Ach ja. Der gute, mein guter Freund, die Kiste. Kiste passt du da nicht durch, oder? Nee. Brauche ich die irgendwo anders? Scheinbar nicht. Gut. Okay, bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier oben ist nix. Was soll ich denn jetzt hier gerade machen? Also durch die Tür scheine ich auch nicht zu kommen. Das Ding benutzen kann ich auch nicht.
Hä? Bin ich gerade einfach nur blind? Ich gehe mal schwer davon aus, dass ich hier irgendwas machen muss. Nur was? Ich sehe nichts. Oh, das geht. Ich übersehe irgendwas, aber ganz gekonnt. Ich weiß nur noch nicht was. Dass das nichts bringt, hätte ich vorher wissen können. Hier ist eine Kiste, die nicht unter Wasser geht, glaube ich. Oder? Wow. Eine fliegende Kiste. Ja, gut, also das funktioniert schon mal nicht. Aber was soll ich jetzt hier drin machen? Unter Wasser ist nichts, oder? Nee, da komme ich nicht runter. Ich bin jetzt mal kurz zurück. Ist hier irgendwas, was ich... Nee, auch nicht. Gut. Und im letzten Raum? Hier ist auch nichts. Hier wäre jetzt aber auch nichts, wo man... Nee, da kommst du ja nicht raus. Ich tauch mal kurz da runter. Eventuell muss ich ja hier runter. Weil hier ist ja eine Felsspalte. Ach. Na. Immerhin, schau mal an. Und hier ist jetzt zu Ende, ja. Gut, das war jetzt nur ein Geheimnis. Ja, okay. So, kurz mal Luft holen. Aber was sollen wir jetzt in den Raum machen? Würde ich jetzt echt mal zu gerne wissen. Ich habe da jetzt gerade nämlich überhaupt nichts gesehen, was ich hätte machen können. Außer die Kiste groß und klein, also neu und alt zu machen. Aber mehr sehe ich hier auch nicht. Warte. Ah. Dim, 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 dim. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Ist aber manchmal wirklich so, wenn Sachen einfach so einfach so simpel sind, dann sieht man es einfach nicht. Wow! Stirb! Was leckt denn hier gerade bei mir so? Das ist ja gerade mal richtig hart. Mit hier stimmt hier irgendwas nach? Dafür, dass das Spiel mit 120 Frames bei mir läuft? Aha.
So, auch die dicke Kanone lade ich möglichst immer nach. Weil man weiß ja nie, was kommt. Jo, Munition. Oh, Waffenupgrade, nehme ich. Funkgerät. Hier ist soweit jetzt erstmal nix. Außer noch ein Safe. Na. Dann halt so. Maximale Anzahl. Das hat man schon lange nicht mehr. Gut, gut, gut. Können wir uns ja eigentlich glücklich schätzen. Hier geht's nicht weiter, dann geht's auf der anderen Seite weiter. Nein, da will ich nicht runter. Nope. Nein, 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 nein. Und noch mehr E99-Technologie. Immer her damit. Können wir perfekt verwerten. Inhalt wird gespeichert. Sie müssen schnell sein, Captain. Demichevs Männer grenzen ihre Suche ein. Gut, das geht schon mal nicht. Was soll ich denn hier machen? Die Brücke kann ich ja nicht zurücksehen. Also nicht, aha. Das sieht schon mal interessant aus. Huch! Okay. So, das Wasser hier raus. Das ist ja schon mal gut. Nur was bringt uns das? Gucken, was hier hinten gibt. Ich ahne Unheil. Jo, Technologie, immer her damit. Das war dann wohl ein Secret. Und jetzt können wir uns auf jeden Fall nochmal ein Upgrade geben hier auf Gesundheit. 2250 haben wir noch. Nehme ich nochmal Inventar. Kann man nämlich. Ab jetzt kostet 2000. Kann man die Pack mitnehmen. Ah ja. Sind wir wieder hier. Gut. Dann hole ich mir hier hinten. Ne, wo waren die Medipacks? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas wir hier machen sollen. Ach Gott. Ich hoffe, ich sehe das richtig. Ja. Ich sehe das richtig. Das ist gut. Na dann geht's weiter. Третий отряд, внимание! Цель в вашем районе! Высылаю подкрепление! Ja. Wir haben es schon versucht. Okay. Ja. Gemacht. Die Verstärkungsplattform hat jetzt Energie. Die Aktivierung des Generators muss Demichev ihren Standort verraten haben. Kehren Sie so schnell es geht zur Brücke zurück. Das machen wir schon noch. So, jetzt erstmal hier. Nehme schon mal die Schrot wieder mit. Jetzt. Nächster. Ah, diese Lecks. Weiß nicht, was das gerade ist.
Sniper ist zu spät. Muss ich nur erwähnt haben. Und hier bin ich. So, ich gucke erstmal mal kurz hin. Ach ja, hier sind wir. Gut. Bevor wir jetzt aber zur Brücke kommen, werde ich die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und dass wir uns dann auch wieder in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Ciao.